Guten Morgen. Wir haben das letzte Mal Matrizen gekillt. Matrizen zu Null gemacht, indem wir Polynome auf sie angewendet haben. Also ein Polynom auf einer Matrix anwenden heißt eine Matrix in ein Polynom einsetzen, das Polynom als eine Funktion auffassen, die Matrizen auf Matrizen abbildet. Und wir interessieren uns jetzt hier für Polynome, die eine gegebene Matrix auf die Nullmatrix abbilden. Das sind die sogenannten annihilierenden Polynome dieser Matrix. Und das Nullpolynom ist zum Beispiel immer so eins. Aber wir haben gesehen, es gibt auch immer noch andere Polynome. Für jede Matrix gibt es irgendein Polynom neben dem Nullpolynom, das die Matrix killt. Ja, wir haben auch gesehen, wie man die ausrechnen kann, zum Beispiel indem man ein bestimmtes lineares Gleichungssystem löst. Und das Argument für die Existenz von denen war ja auch so eine Art Gleichungssystem lösen. Wir haben ein Gleichungssystem aufgestellt und dann gesehen, das hat mehr Variablen als Gleichungen. Und deshalb muss es eine nicht-triviale Lösung haben. Und diese nicht-triviale Lösung übersetzt sich dann in das annihilierende Polynom, das wir gesucht haben. Und da haben wir gesehen, das wird immer funktionieren, wenn wir einen Ansatz machen für ein annihilierendes Polynom vom Grad n Quadrat. Weil dann haben wir n Quadrat plus 1 viele Variablen, aber nur n Quadrat viele Gleichungen. Das heißt, dann muss es etwas geben. Und ich habe schon angedeutet, dass das nicht das Ende der Geschichte ist, sondern dass es in Wirklichkeit besser geht. Und ja, man kann sich also jetzt fragen, wie gut kann es denn werden? Im Allgemeinen wird man davon ausgehen, dass das von der Matrix abhängt. Also natürlich von der Größe der Matrix, aber auch von den Einträgen der Matrix. Wir könnten für eine gegebene Matrix einfach mal fragen, was ist das Polynom kleinsten Grades, das diese Matrix killt? Und da haben wir zuletzt dann bewiesen, das ist bis auf konstante Vielfache eindeutig bestimmt. Wenn ich also unter allen den annihilierenden Polynomen das auswähle, was minimalen Grad hat, und Leading Coefficient 1, dann gibt es davon genau 1. Dieses Polynom, das nennt man das Minimalpolynom der Matrix. Wir haben also zwei Polynome, die einer Matrix zugeordnet sind. Vorher hatten wir schon gesehen, das charakteristische Polynom, das wir zum Ausrechnen von Eigenwerten verwendet haben. Und jetzt das Minimalpolynom ist noch ein anderes Polynom. Und jetzt stellt sich die Frage, wie hängen die miteinander zusammen? Das werden wir heute dann klären. Fangen wir aber nochmal an mit dem Satz, den wir das letzte Mal bewiesen haben. Der sagte drei Dinge. Also wir haben eine Matrix und wir haben zwei annihilierende Polynome. Und dann haben wir gesehen, das war eine Anwendung des erweiterten euklidischen Algorithmus. Der GCD von den beiden annihilierenden Polynomen ist immer auch wieder ein annihilierendes Polynom. Das war das eine. Und das zweite, das ist jetzt das mit der Existenz des Minimalpolynoms. Das sagt, wir wissen, es gibt irgendwelche annihilierenden Polynome, dann gibt es auch welche von minimalem Grad. Und unter denen gibt es dann welche, die Leading Coefficient 1 haben, weil ich kann ja immer mit 1 durch Leading Coefficient durchmultiplizieren. Und was wir da gesehen haben, ist, davon gibt es dann genau 1, denn wenn es 2 gäbe, dann könnte ich die Differenz bilden und hätte ein noch kleineres und das wäre im Widerspruch zur Minimalität. Und als drittes haben wir gesehen, wenn wir dieses Polynom nehmen, dann ist jedes andere annihilierende Polynom davon ein Vielfaches. Also das kleinste annihilierende Polynom steckt als Teiler in jedem anderen annihilierenden Polynom drin. Okay. So, also hier das ist, glaube ich, das Beispiel, was wir dann in Mathematica auch gerechnet haben mit der Matrix 1, 2, 3, 4. Da könnte man dann schauen, wenn man das Minimalpolynom finden will, gibt es ein Polynom vom Grad 0? Nein, das wird es sehr selten geben. Aber ein Polynom vom Grad 1 könnten wir ja ansetzen. Und das wäre also dann, das ist das, was hier passiert. Da schauen wir, gibt es P,
P0 und P1, ganze Zahlen und nicht ganze Zahlen, Körperelemente, P0 und P1, so dass P0 mal die Einheitsmatrix, das ist A hoch 0, plus P1 mal die Matrix A, weil die ist A hoch 1, gleich 0 ist. Ja, und wenn man das dann zusammen errechnet, dann hätten wir hier P0 plus P1 und 2P1, 3P1 und P0 plus 4P1. Dass das die Nullmatrix ist, führt auf ein Gleichungssystem, das sagt, naja, okay, und das sieht, man sieht schon hier, aus dem hier folgt, dass das P1 0 ist, aber wenn das P1 0 ist, dann muss das P0 auch 0 sein. Das ist also ein sehr einfaches Gleichungssystem, kann man durch Hinschauen lösen. Und dann sehen wir also, es gibt für diese Matrix A kein annihilierendes Polynom vom Grad 1. Wir haben aber das letzte Mal schon ein annihilierendes Polynom vom Grad 2 gefunden. Hier steht es nochmal. Genau. Stimmt das? Ja, genau. Also das ist das Polynom, was wir hier auch ausgerechnet haben. Das minus 1-fache von dem. So. Ist also genau das Polynom, das da steht. Das hat Leading Coefficient 1 und es hat minimalen Grad, weil wir haben vorher gerade gesehen, Grad 1 reicht nicht, dann muss also Grad 2 das kleinstmögliche sein. Und dann ist das das Minimalpolynom. Okay, das ist das Minimalpolynom. Und nach dem, was wir im vorherigen Satz gerade gezeigt haben, wissen wir dann, die Menge aller annihilierenden Polynome für diese Matrix A ist genau die Menge aller Polynome, die m als Teiler haben, die also Vielfache von m sind. Okay, ich habe schon gesagt, was ein Minimalpolynom ist. Hier steht jetzt dann offiziell die Definition. Das ist einfach genau, wie ich gesagt habe, das ist das Polynom, von dem wir oben gerade gezeigt haben, dass es eindeutig bestimmt ist. Das ist das Minimalpolynom. Schauen wir uns davon noch ein paar weitere Beispiele an. Können wir ein bisschen vertraut werden mit dem Begriff. Die Nullmatrix zum Beispiel. Was wäre, wenn A die Nullmatrix ist, über irgendeinem Körper von irgendeinem Format n kreuz n, quadratisch natürlich nur, immer nur quadratische Matrizen im Moment, dann hat das Minimalpolynom m gleich x. Das ist das Minimalpolynom. Das hat Grad 1 und es ist sicher so, dass wenn ich die Matrix A da einsetze, dass dann 0 rauskommt. Das ist klar, weil es ist ja die Nullmatrix, also m von A ist A in dem Fall. Ja, und A ist aber die Nullmatrix, das heißt, das ist ein annihilierendes Polynom. Und es ist das Minimalpolynom, weil es kann kein kleineres geben. Ein kleineres Polynom hätte ja Grad 0. Das wäre dann wäre eine Konstante. Aber wenn ich das a, egal was das a ist, in eine Konstante einsetze, dann kommt die Konstante mal die Einheitsmatrix raus. Und das ist aber nicht das Nullpolynom. Außer wenn die Konstante 0 ist, aber dann wäre das Polynom 0 und das Minimalpolynom ist ein nicht nulles Polynom. Denn das Nullpolynom ist natürlich auch immer ein annihilierendes Polynom, aber das sagt uns nicht viel über die Matrix aus, weil das killt jede Matrix. Okay, anderes Beispiel, was ist mit, wenn ich als A die Einheitsmatrix nehme vom Format n kreuz n, dann kann ich auch ziemlich leicht mir überlegen, was das Minimalpolynom ist. Nämlich hier ist es x minus 1. Und ja, das ist auch wieder sehr leicht einzusehen, weil m von a ist in dem Fall a minus einmal die Einheitsmatrix. So ist es definiert, was da mit der Konstanten passiert beim Einsetzen. Und wenn das a die Einheitsmatrix ist, naja, dann ist das die Einheitsmatrix minus die Einheitsmatrix und das ist 0. Und
wieder wie vorher, sehen wir sofort, dass das auch minimal ist. Ein kleineres Polynom kann es nicht geben, weil das hätte gerade 0 und wäre eine Konstante. Und ja, das reicht nicht. Jetzt könnte man nur ein bisschen den Eindruck bekommen, dass das immer Grad 1 hat, aber wir haben natürlich vorher gerade schon ein Beispiel gesehen, wo es Grad 2 hat. Hier ist noch 1 und das dieses hier nehmen. Also 2 Kreuz 2 Matrix, sagen wir vielleicht über Q. Dann hätten wir so das Minimalpolynom könnten wir ausrechnen. Machen wir aber jetzt nicht, ich weiß schon, was rauskommt. Es kommt x minus 1 Quadrat raus. Wie würden wir das ausrechnen? Oder wie würden wir das beweisen, wenn es mal vermutet ist? Beweis. Also wir würden sagen, also m, das, wenn ich das ausmultipliziere, das ist das mx Quadrat minus 2x plus 1. Und dann wäre m von a gleich a Quadrat minus 2a plus Einheitsmatrix und a Quadrat, das ist das, das ist 1, 1, 0, 1 mal 1, 1, 0, 1. Das ist 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 1, so. Jetzt kann ich gucken, das ist 1, 2, 0, 1 minus 2, 2, 0, 2 plus 1, 0, 0, 1. Also das ist 1 minus 2 plus 1, 0, 2 minus 2 ist 0, 0 plus 0 plus 0 ist 0, 1 minus 2 plus 1 ist 0. Stimmt. Das ist nur die eine Hälfte des Beweises. Das sagt, es ist ein annihilierendes Polynom. Und also daraus folgt, m ist annihilierendes Polynom von A. Das ist der erste Teil. Und ja, um zu zeigen, dass es kein kleineres gibt, muss man einfach. Ja, da weiß ich auch keinen anderen Beweis als einfach versuchen, eins auszurechnen und festzustellen, dass das keine Lösung hat. Also machen wir wieder P0 mal 1, 1, 0, 0 plus P1, 1, 1, 0, 1. Wenn ich das zusammenrechne, habe ich hier P0 plus P1, da P1, hier 0 und hier P0 plus P1. Und wenn ich das jetzt zu 0 zwinge, dann folgt daraus, also ganz ähnlich wie im vorherigen Beispiel, dass P1 muss gleich dieser 0 sein, P1 gleich 0. Naja, und wenn das P1 0 ist, dann muss die beiden müssen ja auch 0 ergeben, dann muss also auch P0 gleich 0 sein. Ja, und dann wäre das annihilierende, das einzige annihilierende Polynom vom Grad kleiner als 2 von A ist dann das Nullpolynom. Also daraus folgt m, also der Grad von m ist minimal. Okay. Also das heißt, hier haben wir ein Beispiel für eine Matrix, wo das Minimalpolynom eine doppelte einen doppelten Faktor hat, eine doppelte Nullstelle. Ja, im Allgemeinen, wir haben es schon ein bisschen anklingen lassen, wie rechnet man das aus? Sie haben zwei Möglichkeiten. Wir haben schon gesehen, wie man annihilierende Polynome ausrechnet. Da haben wir das letzte Mal die Gradschranke gehabt und haben gesagt, no, machen wir einen ganz großen Ansatz für die Gradschranke, dann sind wir sicher, dass wir was finden. Und eventuell finden wir dann einen Lösungsraum, der höhere Dimension hat. Und dann ist ja dann die Frage, okay, innerhalb von diesem Lösungsraum, wie findet man das Polynom von kleinstem Grad? Das kann man aber natürlich leicht beantworten. Also wenn man zum Beispiel hier schaut, was wir das letzte Mal hatten, 113, da hatten wir
Das ist der Raum für eine bestimmte Matrix. Ich glaube, 1, 2, 3, 4 war das. War der Raum aller annihilierenden Polynome vom Grad 4 oder weniger erzeugt durch diese drei Polynome. Und da könnte man jetzt, wenn man ein bisschen zu schnell unterwegs ist, könnte man sagen, okay, die haben alle Grad 4, also gibt es keins, was kleineren Grad hat. Das stimmt aber nicht, weil ich kann die ja immer noch linear miteinander kombinieren. Die bilden ja nur eine Basis des Vektorraums. Das sind nicht alle Polynome, sondern alle Polynome wären die und ihre Linearkombinationen. Und um jetzt das Minimale zu finden, müsste man jetzt schauen, wie kann ich aus denen, also wie kann ich in diesem Raum das Polynom kleinsten Grades finden. Und das aber nicht so schwer, weil da kann man auch wieder, das kann man beantworten, indem man eine Normalform berechnet. Nehmen wir an, wir haben so diese drei Polynome. Und ja, mal ohne Zahlen. So. Also die Kreise hier stehen für irgendwelche Zahlen. Was ich dann machen kann, ist, ich kann diese Koeffizienten in einer Matrix schreiben, so dass die Spalten den Exponenten entsprechen und die Zeilen den Polynomen. Also so. So, also der kommt hier hin, der kommt dahin, der kommt dahin, der kommt hier hin und so weiter. Und jetzt kann ich das in Treppennormalform überführen und dann wird das so aussehen. Okay, und dann habe ich hier, das wäre ein Polynom vom Grad 4, das wäre ein Polynom vom Grad 3 und hier unten das ist ein Polynom vom Grad 2. Und außerdem ist es so, dass es kein weiteres Polynom vom Grad noch kleiner gibt, in dem Beispiel hier, weil sonst müsste das ja auch eine Treppenstufe haben. Ich kann das ja sonst nicht linear kombinieren aus denen. Na, und aber die Linearkombination von denen, das sind alle annihilierenden Polynome bis zum Grad 4, die müssen das Minimalpolynom enthalten. Das heißt, was Sie dann machen können, ist diese vielen Polynome nehmen, dann Treppennormalform berechnen, TNF, und dann die Koeffizienten vom Minimalpolynom stehen dann in der untersten Zeile. Schauen wir mal, ob das stimmt. Nehmen wir Coefficient List von dem. So, und da muss man jetzt aufpassen, es ist wichtig, das funktioniert nur dann, wenn Sie die Spalten richtig anordnen. Also Sie müssen vorne den x hoch 4er haben und hinten den x hoch 0er. Ansonsten funktioniert das nicht. Das heißt, hier muss ich umdrehen, weil Coefficient List geht andersrum, fängt mit dem kleinsten an. So. Und jetzt kann ich sagen, row reduce. Und dann sehe ich Matrix Form. Sehe ich ein bisschen mehr. Jetzt sehe ich, da ist das Minimalpolynom, die Koeffizienten des Minimalpolynoms x Quadrat minus 5x minus 2. Okay. Andere Möglichkeit, Sie könnten auch einfach den Ansatz machen, nicht gleich mit der großen Gradschranke n Quadrat, sondern Sie suchen nach dem Minimalpolynom, indem Sie erstmal gucken, gibt es ein Polynom von Grad 1? Wenn nicht, gibt es ein Polynom vom Grad 2. Wenn nicht, gibt es ein Polynom vom Grad 3 und so weiter. Und wenn Sie das erste Mal was finden, dann muss der Lösungsraum eindimensional sein und er wird dann vom Minimalpolynom erzeugt. Weil wenn er zweidimensional wäre, dann könnten Sie daraus was Kleineres konstruieren und das müssten Sie dann schon vorher gefunden haben. Aber wenn Sie das erste Mal was finden, dann muss das der Raum sein, der vom Minimalpolynom erzeugt wird. Okay, was kann man noch machen mit dem Minimalpolynom? Gibt wieder jetzt eine Charakterisierung von invertierbaren Matrizen.
Da haben wir ja den Satz 27, der schon einige Berühmtheit erlangt hat, mit einer immer we länger werdenden Liste von Charakterisierungen für Matrizen, die invertierbar sind. Und hier kommt jetzt nochmal ein Eintrag zu dieser Liste hinzu. Wenn wir nämlich eine quadratische Matrix haben und M ihr Minimalpolynom ist, dann gilt, A ist genau dann invertierbar, wenn der nullte Koeffizient vom Minimalpolynom nicht 0 ist. Und in dem Fall kann ich die Inverse auch genau hinschreiben. Ich kann dann invertieren, indem ich die Matrix in dieses Polynom hier einsetze. Ich kann also invertieren, indem ich multipliziere. Warum ist das so? Das ist nicht so schwer. Beweis. Also ich muss zwei Dinge zeigen. Also A ist invertierbar. Das wissen wir. Und zu zeigen ist, dass M0 ist nicht 0. Vielleicht machen wir da einen Widerspruchsbeweis. Angenommen doch. Also angenommen M0 ist doch 0. Dann gilt also M1a plus M2a Quadrat plus 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 MdA hoch D gleich 0. Und der erste, den habe ich weggelassen, weil da ist ja der Koeffizient 0. 0 mal i ist einfach 0. So, und jetzt ist das a invertierbar, das heißt, ich kann hier a hoch minus 1 drauf multiplizieren. Das ist übrigens jetzt egal, ob von rechts oder von links. Und dann habe ich hier M1 mal Einheitsmatrix plus M2 mal A plus 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 MdA hoch D minus 1, ist auch 0. Und daraus folgt, dass M1 plus M2x plus 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 MdX hoch D minus 1 ein annihiliertes Polynom ist von A. Und dessen Grad ist aber kleiner als der von A. Und das ist aber nicht das Nullpolynom, weil der hier ist ja 1. Und der war ja hier auch 1. Oh, also im Widerspruch zur Minimalität von M. Andere Richtung. Ja, nehmen wir an, dass M0 nicht 0 ist. Zu zeigen ist, dass A invertierbar ist. Naja, der Satz gibt jetzt schon die Antwort, weil da steht die Inverse. Diesen Ausdruck rechts hier, den kann ich ja immer bilden, wenn das M0 nicht 0 ist. Das Einzige, was wir jetzt mal machen müssen, ist nachrechnen, ob das stimmt. Also betrachte die Matrix B gleich minus 1 durch M0, M1a, ne, wie war das? Anders, genau. M1 plus M2a plus plus MD auch d minus 1. Und naja gut, dann gilt a mal b, das ist dasselbe wie b mal a, weil wenn ich das a hier von rechts oder von links drauf multipliziere, weil das alles nur Potenzen von a sind, haben wir das letzte Mal auch schon uns darüber gewundert, aber in dem Fall ist die Nichtkommutativität von Matrixmultiplikation nicht schlagend. Aber okay, aber was kommt raus? Es kommt raus minus 1 durch M, 0, M1, so und jetzt kommt ein A, entweder von rechts oder von links dazu. Das ist das hier, plus M2a Quadrat, plus, 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 plus MdA a hoch D minus 1. Ne, D, so. Und außerdem weiß ich ja, m von a ist 0.
m von a ist 0. Das heißt, das kann ich drauf addieren. Das stört mich nicht. M von a. Und ich kann auch 1 durch m 0 von dem darauf addieren. Weil das ist ja 0. Das ist 0 und mit einer Konstante multipliziert ist das immer noch 0. Und aber was ist das? Das ist gleich. Ja, es bleibt hier oben, das bleibt stehen. Minus 1, 0, m1a plus 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 md a hoch d plus 1 durch m0 mal. Und hier steht jetzt m0 mal Einheitsmatrix plus M1a plus MD a hoch D. Und dann sehen Sie, alles hebt sich weg außer dem ersten. Also das ist genau die Einheitsmatrix. Ja, weil der hier ist der hier mit dem Vorfaktor und so weiter. Der einzige, der übrig bleibt, ist der. Und die Vorfaktoren hier kürzen sich weg, sonst bleibt genau die Einheitsmatrix übrig. Fertig. So, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist der Satz von Cayley Hamilton. Wir kommen jetzt wieder ein bisschen zurück zu Eigenwerten. Diese annihilierenden Polynome, die sind zwar ganz lustig, aber es ist nicht so richtig klar, was die mit Eigenwerten zu tun haben. Und eigentlich interessieren uns die Eigenwerte und die Eigenvektoren von einer Matrix. Und ich habe eben schon gesagt, wir haben also jetzt zwei Polynome, die einer Matrix zugeordnet sind, nämlich neben dem Minimalpolynom, von dem wir gerade gesprochen haben, auch das charakteristische Polynom, von dem wir vorher gesprochen haben. Und die Frage ist jetzt, wie hängen die zusammen? Und das beantwortet der Satz von Cayley Hamilton. Der sagt nämlich, dass das charakteristische Polynom auch ein annihilierendes Polynom von der Matrix ist. Das ist nicht offensichtlich, aber wir werden dann gleich sehen, warum das so ist. Wenn das aber so, und das gibt dann natürlich einen Zusammenhang zum Minimalpolynom her, weil wir haben ja gesehen, jedes annihilierende Polynom ist ein Vielfaches des Minimalpolynoms. Das bedeutet, das Minimalpolynom teilt das charakteristische Polynom. Also das ist der Satz von Cayley Hamilton, wenn man ihn mit drei Symbolen hinschreiben würde, als so Höhleninschrift zum Beispiel, dann würde man schreiben M teilt Chi. Das ist der Satz von Cayley Hamilton. Ja, okay, aber der ist jetzt noch nicht bewiesen, sondern mal einfach nur behauptet. Und um den zu beweisen, müssen wir ein bisschen Arbeit investieren. Hier ist so eine vorbereitende Überlegung, die ein bisschen andeutet, warum, wie kann das überhaupt, wo kommt überhaupt dieser Zusammenhang her? Also, der Satz hier sagt, dass die Nullstellen von dem Minimalpolynom auch Eigenwerte sind. Also genau die Eigenwerte. Also langsam. Quadratische Matrix, Minimalpolynom. Und dann gilt, ein Körperelement ist genau dann Eigenwert von A, wenn es Nullstelle von M ist. Ja, das deutet ein bisschen schon an, dass das was mit Chi zu tun hat, weil Chi hat genau die gleiche Eigenschaft. Das charakteristische Polynom ist ja auch so, dass die Nullstellen vom charakteristischen Polynom genau die Eigenwerte sind. Okay, schauen wir uns das vielleicht hier an. Also nehmen wir das Minimalpolynom her. Das hier. Geben dem Koeffizienten Namen. Und was man jetzt machen, man muss eine Verschiebung machen. Nehmen wir also auch so ein Lambda her und schauen uns an, was passiert, wenn ich x durch x plus Lambda ersetze. Dann kriege ich ein Polynom p. Und dieses Polynom p ist dann ein annihilierendes Polynom von a minus Lambda i. Das sieht man, wenn man das da einsetzt. Ja, man muss einfach nur gucken, was passiert, wenn man es hier einsetzt. Wenn ich x minus Lambda habe, dieses Polynom, und wende das an auf a minus Lambda i n,
dann ist das ja a minus Lambda in von dem Einsetzen in das x minus Lambda mal plus Lambda mal in, das ist gleich a. Das heißt p von a minus Lambda in ist dasselbe wie m von a. Naja, und das ist 0. Deshalb ist das p ein annihilierendes Polynom von dieser verschobenen Matrix. Genau aus diesem Grund. Und nicht nur ist es ein annihilierendes Polynom, sondern es ist sogar das Minimalpolynom von dieser verschobenen Matrix. Denn wenn es ein kleineres gäbe, dann könnte ich das gleiche rückwärts machen, dann hätte ein kleineres Polynom für a. Aber m ist das kleinste, dann muss p auch das kleinste sein. Okay, so und jetzt kann ich folgende Äquivalenzkette machen. Eine Zahl Lambda ist genau dann ein Eigenwert, wenn der Kern von a minus Lambda i nicht 0 ist. Das haben wir vorher gesagt, weil ein Eigenwert oder eine Zahl ist dann ein Eigenwert, wenn es einen Eigenvektor gibt, außer 0, ein Eigenvektor. Und das hier ist die Menge aller Eigenvektoren. Und wenn die nicht 0 ist, dann gibt es immer einen Eigenvektor. Das heißt, das ist ein Eigenwert. In dem Satz stand das drin. Und dann der Satz 27 sagte, das ist genau dann der Fall, wenn a minus Lambda i nicht invertierbar ist, ja, dann ist der Kern leer. Also genau hin und her in beide Richtungen. Und jetzt haben wir vorher gerade gezeigt, eine Matrix ist genau dann nicht invertierbar, wenn der konstante Term in seinem Minimalpolynom 0 ist. Das ist der Satz, den wir gerade bewiesen haben, Satz 85. So, und das ist jetzt für dieses p, für dieses Minimalpolynom von a minus Lambda i. Und das hängt aber sehr eng mit dem m zusammen, denn das p von 0 ist genau dasselbe wie das m von Lambda. Okay, und wenn das eine 0 ist, muss das andere auch 0 sein und umgekehrt. Und dann bin ich dadurch, habe gezeigt, die Behauptung, Lambda ist ein Eigenwert von a, genau dann, wenn m von Lambda 0 ist. So, also wo wollen wir hin? Also der Beweis ist damit abgeschlossen, aber was ist unser Ziel jetzt? Wir wollten zeigen, m teilt chi. Haben wir das jetzt schon gezeigt? Na, noch nicht ganz. Also erstens, zwei Dinge fehlen da jetzt noch. Das ist irgendwie so ein bisschen eine Vorversion des Satzes von Cayley Hamilton. Was da jetzt noch fehlt ist, wir haben nur gezeigt, die haben die gleichen Nullstellen. Was da jetzt noch fehlt, sind zwei Dinge. Das erste ist, der Satz hier sagt jetzt noch nichts über die irreduziblen Faktoren von M, die größeren Grad haben. Ob die auch alle in Chi vorkommen müssen, das wissen wir jetzt noch nicht. Und das zweite ist die Vielfachheiten. Da haben wir jetzt auch noch nicht diskutiert. Wir haben ja nicht gesehen, wenn Lambda eine fünffache Nullstelle von M ist, könnte er eventuell noch sein, dass es eine dreifache Nullstelle von Chi ist, und dann hätte ich auch die Teilbarkeitsbeziehung nicht. Also das hier sagt erstens, dass es nicht nur für die Faktoren vom Grad 1 gilt, die hier von dem Beweis abgedeckt werden, sondern es sagt auch, für jeden irreduziblen Faktor von M ist die Vielfachheit in M höchstens so groß wie die Vielfachheit in Chi. Das müssen wir noch zeigen. Das sagt der Satz von Cayley Hamilton dann noch zusätzlich zu dem, was wir jetzt gerade bewiesen haben. Okay, den Satz von Cayley Hamilton kann ich jetzt nicht direkt aus dem Stand beweisen. Ich muss zwei vorbereitende Hilfssätze beweisen. Der erste Satz sagt etwas über eine Determinantenauswertung. Schauen wir uns an, was passiert, wenn ich ein Polynom habe, dieses Polynom hier, vom Grad d mit Leading Coefficient 1, führender Koeffizient 1. Und diese Matrix hier,
die also so aussieht, dass sie hier auf der Seitendiagonale da lauter Einsen hat. So. Und oben drüber Nullen und unten drunter auch Nullen, außer in den letzten Zeilen. Ja, und in der letzten Zeile hat sie die negativen Koeffizienten von dem Polynom a. Und die Behauptung ist, das charakteristische Polynom von dieser Matrix, das sagt man die Companion Matrix auf Englisch, wie sagt man auf Deutsch, die Begleitmatrix vielleicht, also die Companion Matrix von diesem Polynom, hat das charakteristische Polynom a, dieses Polynom. Langsam, nochmal. Also diese Matrix hier hat das charakteristische Polynom a. Und man nennt sie die Companion Matrix von A. So, das gut, das sieht man nicht gleich, aber der Beweis ist jetzt auch nicht sehr spannend. Man muss es einfach nachrechnen. Und dazu machen wir eine Induktion, wollen wir machen, über die Größe der Determinante. Ja, und für Induktionsbeweise ist, also haben wir im ersten Semester, als wir über Beweise gesprochen haben, mal gesagt, wie ist es, wenn ich aus A folgt B beweisen will, so eine Behauptung habe. Meistens sind ja die Behauptungen von der Form. Und ich will das jetzt schwieriger machen, oder leichter machen. Dann habe ich zwei Möglichkeiten, es leichter zu machen. Entweder kann ich das B abschwächen, dass ich weniger behaupte, dann wird die Aussage irgendwie leichter, muss sie weniger beweisen. Oder ich mache das A stärker. Wenn ich zusätzliche Behauptungen habe, dann wird es auch leichter, das zu beweisen. Und umgekehrt, wenn ich ein paar Behauptungen, ein paar Voraussetzungen weglasse, dann meistens wird es dann falsch, dann kann man es gar nicht beweisen. Aber wenn es dann immer noch wahr ist, dann muss man zumindest irgendwie was Komplizierteres tun, um es trotzdem noch zu beweisen. Und wenn ich mehr behaupte, ja, dann muss ich auch mehr beweisen. So ist das, dass wenn man, ja, wenn man etwas, ja, wenn man die Voraussetzungen leichter macht, oder ja, wenn man so eine Implikation leichter machen will, dann kann man entweder die Voraussetzungen verschärfen oder die Konklusion vereinfachen. Warum sage ich das jetzt? Weil wir wollen jetzt einen Induktionsbeweis machen und beim Induktionsbeweis ist ja im Induktionsschritt haben wir eine Implikation von der Aussage, die wir beweisen wollen, zu der Aussage, die wir beweisen wollen. Da steht also das, was wir beweisen wollen, auf beiden Seiten einer Implikation. Und deshalb kann es manchmal vorkommen, dass ein Induktionsbeweis dann einfacher durchgeht, wenn man ein bisschen mehr beweist, als man eigentlich beweisen will. Also wenn man die Behauptung schärfer macht, kann ein Induktionsbeweis trotzdem einfacher werden, weil hier ein bisschen was dazukommt, und hier kommt zwar auch was dazu, aber irgendwie da stört es nicht so viel, wie es hier hilft. Okay? Ja, und wie machen wir das? Hier, es ist eigentlich nur eine kleine Formalität. Wir zeigen allgemeiner, dass diese Gleichung auch dann gilt, wenn die a's ihrerseits x enthalten. Die a's, das sind ja die Koeffizienten von dem Polynom, die liegen in k und die Matrix hier enthält keine x. Und wir sagen aber, wenn sie x enthält, stimmt es trotzdem. Also wir zeigen allgemeiner Folgendes. Für alle a0 bis ad minus 1. Oh, und okay, und das sind jetzt rationale Funktionen. Also x sind nicht nur Polynome, sondern Brüche von Polynomen, dürfen auch im Nenner vorkommen, weil wir wollen die in einem Körper haben. Gilt die Determinante von, so und jetzt wir brauchen das charakteristische Polynom, das hat also hier, das war ja definiert als Determinante von x minus xin minus a. So. Das heißt, dann nehmen wir hier x, 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 x. So. Und dann das a war so, dass es hier auf der Nebendiagonalen Einsen hatte und dann haben wir mit dem Minus hier kommt ein Minus dazu, also das
So sieht es da aus. Minus 1. So. Halt, ein bisschen knapp. Oh, und hier unten stehen dann die minus A0, minus A1 bis und ganz zum Schluss hier minus, da steht dann das x noch dabei, x minus A d minus 1. Also, okay, also. So sieht das aus, alles andere sind Nullen. Da behaupten wir, diese Determinante ist genau x hoch n minus, nein, x hoch n plus a d minus 1, x hoch n minus 1 plus 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 a 0. Und zwar, ja, und zwar unabhängig davon, was die A's sind, selbst wenn die A's auch noch x enthalten. Okay, dann haben wir einen Induktionsanfang. Ja, also für d gleich, wo fangen wir da an? Am besten vielleicht mit 1. Dann hätten wir hier einfach die Determinante x minus a0. Ja, okay, die ist x minus a0. Ja, fast. Das stimmt. Und Induktionsschluss, der geht dann jetzt von d nach, ja, wir wollen nochmal aus dem Skript, von d minus 1 nach d. Und dann nehme ich also diese Matrix da, wie sie da steht. Und mache eine Determinantenoperation. Und zwar kann ich ja bei einer Determinante immer das Vielfache einer Zeile oder Spalte auf eine andere addieren. Und das mache ich hier, um den Einser hier wegzukriegen. Nehme ich hier das minus 1 durch x-fache von der ersten Spalte auf die zweite, damit ich da oben nur x habe. Also sagen wir, das ist dann wenn das die Determinante ist, dann haben wir Delta ist gleich die Determinante, die hier x hat, und dann hier 0, 0, und dann hier auf der Diagonalen auch lauter x, und dann aber hier nebendran lauter minus Einsen. Und so. 0. Und dann hier 0, 0, 0, 0, 0. Hier überall auch Nullen. Und unten, was passiert unten? Haben wir hier, da ändert sich nichts beim ersten. Beim zweiten kommt dann ein bisschen was dazu. Nämlich haben wir hier minus A1 minus A0 durch x. Als zweiten Eintrag. Und dann geht es weiter mit minus A2 minus minus minus. Und der letzte ist x von der Diagonale noch, minus a d minus 1. Gut, das kann ich jetzt nach der ersten Zeile entwickeln. Das ist sehr, sehr nett, weil da habe ich x und ansonsten lauter Nullen. Dann kriege ich also, das ist x mal die Determinante, die ich kriege, wenn ich die erste Zeile und die erste Spalte lösche. Und werden wir den Induktionsschritt durchführen können und die Induktionsannahme verwenden, weil dann haben wir wieder eine Matrix von der gleichen Form wie die, mit der wir gestartet sind. Das sieht dann nämlich hier so aus. Nur, dass hier vorne jetzt A1 minus A0 durch x steht. Das macht ja aber nichts. Und hier ganz hinten steht x minus AD minus 1. Okay, und dann sind wir schon durch. Also nach Induktionsvoraussetzung ist das x mal so. Und jetzt kriege ich hier halt minus. Kriege ich hier das ist jetzt eine Determinante, die eine Zeile und Spalte weniger hat. Die hat Größe d minus 1 kreuz d minus 1. Okay. Und dann kommt hier also raus minus A1, nee, nicht minus. Entschuldigung. Also nach Behauptung dreht sich da das Vorzeichen rum, dann muss es auch in der Induktionsvoraussetzung so gewesen sein. Also A1 plus A0 durch x plus A2x plus A3x Quadrat plus 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 A
d minus 1 x hoch d minus 2 plus x hoch d minus 1. So. So, na gut, und wenn ich das jetzt ausmultipliziere, dann kriege ich a0 von den beiden hier plus a1x plus, okay, und das haut hin. Also das ist ad minus 1 x hoch d minus 1 plus x hoch d. Okay, also ja, nichts Weltbewegendes. Sondern einfach nur ein bisschen Determinantenrumrechnerei. So, das ist das eine, was ich als Vorbereitung brauche. Und hier ist noch ein anderer Satz, auch wieder was über Determinanten. Und zwar über Determinanten von Blockmatrizen. Und das geht so: Wenn ich drei Matrizen habe, also A, B und C, die so sind, dass das a quadratisch ist und das b ist auch quadratisch, aber eventuell größer oder kleiner als das a. Und das c, das kann rechteckig sein. Das hat so viele Zeilen wie das a und so viele Spalten wie das b. Und ich gebe die so in eine Blockmatrix und fülle das hier mit Nullen auf. Dann ist die Behauptung, die Determinante von dieser Matrix M ist das Produkt von den Determinanten von A und B. Das ist ein bisschen so, wie wenn Sie die Determinante von so mit Zahlen A, B, C, D haben, dann würden Sie ja sagen, das ist A, D minus C, B, wenn Sie sich erinnern. Und wenn jetzt das C 0 ist, dann würde der hier wegfallen und dann wäre das ein Spezialfall von dem. Und für Blockmatrizen geht das aber wirklich nur, wenn da 0 steht. Also Sie können nicht erwarten, dass wenn Sie die Determinante von einer Blockmatrix mit vier Blöcken nehmen, dass Sie die dann einfach auch so nach dieser Formel ausrechnen können. Das stimmt nicht. Aber wenn da 0 steht, dann haut es irgendwie gerade noch so hin. Okay. Das heißt dann aber auch, wenn ich das charakteristische Polynom von M wissen will, dann ist das genau das Produkt von den charakteristischen Polynomen von A und B. Das ist, folgt unmittelbar aus dem hier, wenn wir das einmal bewiesen haben. Denn das charakteristische Polynom ist ja nur die Determinante von x mal Einheitsmatrix minus M. Na, und x mal Einheitsmatrix, das ändert nur was da auf der Diagonalen. Und was es da ändert, ist, dass es hier genau die Matrix draus macht, die ich brauche, um das charakteristische Polynom von A zu berechnen und hier die für B. Das heißt, das ist klar. Das sehen wir gleich. Und ja, die Determinantenformeln sollten wir jetzt aber noch zeigen. Und das machen wir dann wieder mit Induktion. Beweis. Und dazu schreiben wir a mal, da müssen wir reingreifen in das a, das heißt, da geben wir den Koeffizienten Namen. Und machen eine Induktion nach der Größe von a, also Induktion nach n. Also Induktionsanfang. Ja, das ist immer mal kühn und machen Induktionsanfang n gleich 0. Da ist dann einfach das m gleich das b. Und weil da ist hier oben dann nur eine 0 Kreuz 0 Matrix und hier das c ist, dann hat dann auch keinen Platz und da ist dann gar nichts. Und natürlich ist dann die Determinante von m gleich der Determinante von b, klarerweise. Okay, und jetzt könnte man noch überlegen, was ist denn die Determinante der leeren Matrix? Damit das hinhaut, müsste das 1 sein. Dann sagen wir mal, das ist Determinante von nix mal Determinante von b, weil Determinante von nix ist 1. Aber warum? Das müssten wir jetzt noch ein bisschen anschauen. Wie ist denn das? Die Determinante von einer Matrix, wie waren die definiert?
Das war doch die Summe über alle Permutationen von Fehlstandszahl oder vom Vorzeichen von Pi mal Produkt i von 1 bis n. Pi von i. So. Und wenn jetzt das A eine 0 Kreuz 0 Matrix ist, dann habe ich hier das leere Produkt. Ja, das ist das Produkt, das geht von 1 bis 0, das heißt, das enthält gar keinen Faktor. Und das leere Produkt, ja, das definiert man einfach zweckmäßigerweise als das neutrale Element bezüglich Multiplikation. Das heißt, das leere Produkt ist 1. Also das Produkt über alle i aus der leeren Menge von egal was ist 1. Dann ist also, wenn n gleich 0 ist, ist das hier 1. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt ist aber dann so, dass das noch nicht reicht, weil ich habe ja dann noch eine Summe. Das heißt, ich muss jetzt über gewisse Dinge summieren. Immer da Einsen und Minus Einsen. Und die leere Summe, also die Summe über alle i aus der leeren Menge von irgendwas, die ist auch wieder so definiert, dass das Neutralelement ist, aber diesmal bezüglich Plus. Also die leere Summe ist definiert als 0. Das ist jetzt aber doof, weil dann müsste ja die Determinante nicht 1 sein, sondern 0, weil ich hier über die leere Summe drüber summiere. Nein, das stimmt nicht. Ich summiere nicht über die leere Summe, sondern ich summiere über alle Permutationen, die nichts machen. Über die leere Permutation. Die leere Permutation ist dann noch dabei. Das heißt, diese Summe ist nicht wirklich leer, sondern es ist eine Summe über ein Element, nämlich die leere Permutation. Okay, die hat jetzt das Vorzeichen 1, weil die natürlich keine Fehlstände hat, weil die hat ja gar nichts. Das heißt, das ist dann auch 1 und dann ist das eine Summe mit einem Summanden. Ja, und der ist 1. Das scheint also zu stimmen. Okay, also das ist ein bisschen komisch vielleicht argumentiert, weil das hängt so von so Konventionen ab, wie Notation interpretiert wird. Und das ist vielleicht als Beweisargument nicht so überzeugend. Wenn Sie das nicht glauben, dann machen Sie einfach den Induktionsanfang bei n gleich 1. Also, wenn das nicht überzeugt. Betrachte n gleich 1 und das mag ich aber hier nicht durchführen, weil um n gleich 1 zu machen, müssen Sie im Prinzip genau die gleiche Rechnung machen wie dann für den Induktionsschritt und ich will es nicht zweimal hinschreiben. Also Induktionsvoraussetzung wäre, wie gehen wir hier von n minus 1 nach n. Okay. Also schauen wir gleich den Induktionsschritt. N minus 1 nach n. Okay, also dann haben wir die Determinante von M. Die ist, naja, also die ist definiert als die Determinante von A11, A1n, A1n, An1, ANN und hier der C-Block und hier der B-Block. Und hier 0. Okay, und ja, ich entwickle die jetzt einfach mal nach der ersten Spalte, weil ich will ja auf was raus, was kleiner ist, und damit ich die Induktionsvoraussetzung anwenden kann. Okay, dann kann ich sagen, das ist A11 mal die Determinante von. Okay, und jetzt brauche ich so Hilfsmatrizen, sagen wir A1, C1, B. B ändert sich nichts. 0 plus minus A21, A2, C2, 0, B plus minus und so weiter. Und hier hört es schon auf. Weil danach kommen lauter Nullen.
Und da steht immer 0 mal irgendwas ist 0. Also das heißt, das geht bis minus 1 hoch n, a n1, a n c n b 0. Und hier, das sollen keine Potenzen sein, sondern so Indizes. Und da so Klammern drumherum, damit sie nicht anfangen, da zu multiplizieren. Wobei a i. Die Matrix ist die aus A entsteht. Wenn man die erste Spalte und die ite Zeile löscht. Und CI ist die Matrix, die man erhält, wenn man die ite Zeile löscht und keine Spalte. So, und jetzt ist aber so, diese Determinanten, die hier stehen, das sind Determinanten, die etwas kleiner sind. Das ist n-1 Kreuz n-1. Und die sind von der Form, wie der Satz ist. Das heißt, für die kann ich, auf die kann ich ganz problemlos die Induktionsvoraussetzung anwenden. Und dann kriege ich, wenn ich da so weiterrechne, a11 mal. So, und die Behauptung ist ja, dass die Determinanten, genau die Determinante von a 1 hier oder AI im Allgemeinen mal der Determinante von B ist. Also Determinante von A1 mal Determinante von B und so weiter. Plus, minus, plus und ganz zum Schluss minus 1 hoch n AN1 Determinante von AN mal Determinante von B. So, und wie jetzt weiter? Ich kann noch mal feststellen, dass da überall der Faktor det b drinsteckt. Dann ziehen wir den mal raus. Dann habe ich hier a11 det a1 plus minus plus minus 1 hoch n an1 det an mal Determinante von b. Und was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, wo haben wir angefangen? Wir haben angefangen mit der Determinante von M. Und wir wollten zeigen, dass das die Determinante von A mal der Determinante von B ist. Das heißt, wenn alles gut gegangen ist, dann müsste ich jetzt schließen können, dass das die Determinante von A ist, das was hier in der Klammer steht, weil der Determinante von B, die steht ja schon da. So, aber warum ist das so? Ja, das ist genau die Entwicklung. Sie machen ja hier hier an der Stelle macht man einen Schritt, den man normalerweise in die andere Richtung macht. Normalerweise würde man sagen, die Determinante von A, ich entwickle die nach der ersten Spalte. Ja, was kriegen Sie denn da? Wenn Sie das nach der ersten Spalte entwickeln, dann kriegen Sie genau das. Also wir machen hier um von da nach da zu kommen, machen wir eine Entwicklung nach der ersten Spalte, aber rückwärts. Dann passt alles zusammen. Okay, also das sind zwei Hilfssätze. Der erste Hilfssatz, der sagte was über die Determinante von einer Matrix mit einer bestimmten Struktur. Und der zweite Hilfssatz sagte was über die Determinante von so einer Blockmatrix. Und jetzt können wir dann den Satz von Katie Hamilton anschauen. So. Da steht er. Was sagt der? Der sagt, also da sei A eine Matrix und Chi das charakteristische Polynom von A. Die Behauptung ist, Chi ist ein annihilierendes Polynom von A. Und nochmal, die Kurzform war M teilt Chi. Das sagt genau dasselbe wie das, was da steht. Okay.
Das ist jetzt nicht offensichtlich, warum das so ist. Und Sie sehen jetzt, dass wir jetzt im zweiten Semester es schon mehrmals zu tun hatten mit Beweisen, wo man dann tatsächlich auch irgendwie eine Idee braucht. Im ersten Semester hatten wir hauptsächlich so Beweise, die irgendwie Routine waren, die Ihnen vielleicht nicht wie Routine vorkamen, weil Sie halt Beweistechnik insgesamt noch nicht kannten. Aber wenn Sie so zeigen, irgendwas ist ein Unterraum oder irgendwas ist repräsentantenunabhängig oder linear unabhängig oder ist eine lineare Abbildung oder ist injektiv oder so, ja, das ist eigentlich immer dasselbe. Da muss man sich natürlich dran gewöhnen, aber wenn man das dann gemacht hat, dann ist das nicht mehr so spannend. Jetzt sehen wir interessantere Beweise, wo es nicht mehr reicht, dass man einfach nur Beweistechnik kann, sondern wo man auch noch irgendeine Idee haben muss, warum stimmt das? Wie kann das überhaupt sein? Und diese Idee dann mit Hilfe von Beweistechnik in einem Beweis ausformuliert. Also da sind wir ein bisschen näher an der richtigen Mathematik dran, als wir das bisher waren. Es gibt einen falschen Beweis, den zeige ich Ihnen zuerst. Oder keinen Beweis. Kein Beweis ist, wenn man sagt, dass das charakteristische Polynom ist doch definiert als die Determinante von x mal i n minus a. Und daraus folgt, wenn ich da jetzt a einsetze, dann wäre das doch die Determinante von a mal in minus a. A mal in ist a. Das heißt, das ist die Determinante der Nullmatrix und die ist 0. Warum ist das kein Beweis? Also klingt wahrscheinlich sehr überzeugend. Und wenn das ein Beweis wäre, dann hätten wir uns die beiden Hilfssätze sparen können. Die brauchen wir dann nämlich nicht. Warum ist das kein Beweis? Ja, man fällt hier in die Notation rein. Dieses Mal hier ist ein anderes Mal als das Mal hier. Hier habe ich so getan, als wäre das die Matrixmultiplikation. Also a mal in, das ist nach Matrixmultiplikation ist das a. Aber das hier, das x ist ja keine Matrix. Das x ist ein Element aus dem konstanten Körper oder konstanten Ring in dem Fall, Polynomring. Das heißt, dieses hier ist die Matrix x, 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 x. Und in die können Sie jetzt nicht so ohne weiteres sofort das A einsetzen, weil wenn doch, dann würde da die Matrix größer, dann können Sie da jetzt nicht mehr was von abziehen, was genauso groß ist wie A selbst. Das hier wäre n mal so groß wie A, wenn Sie für jedes x da blockmäßig ein A einsetzen. Also das haut nicht hin, dass Sie das hier gleich einsetzen. Und schon gar nicht dürfen Sie das hier multiplizieren, weil diese Multiplikation hier, die ich da falscherweise verwendet habe, eine andere ist als die, die ich hätte verwenden sollen. Also das ist Quatsch. Sieht aber irgendwie sehr überzeugend aus. Können wir aber leider nicht gelten lassen. Wir müssen ein bisschen mehr arbeiten, um zu zeigen, dass das trotzdem so ist, dass chi von a 0 ist. Okay, wie zeigen wir das? Schreiben wir es mal als lineare Abbildung auf. Also sei h k hoch n nach k hoch n definiert durch h von x gleich a mal x. Und dann ist zu zeigen, dass, naja, chi von a die Nullmatrix ist genau dasselbe wie zu sagen, dass chi von h die Nullabbildung ist. Und das heißt, zu zeigen ist, für alle x aus k hoch n gilt, wenn ich die Abbildung chi von h nehme und die auf x anwende, dann kommt der Nullvektor raus. Also das hier ist die Nullabbildung. Das ist der Nullvektor.
Okay, dann wählen wir mal ein beliebiges x, so sei x in k hoch n beliebig. Und wenn das x der Nullvektor ist, dann ist da mal gar nichts zu zeigen, weil irgendeine Abbildung, diese hier Abbildung zum Beispiel, angewandt auf den Nullvektor, gibt natürlich 0. Also ohne Beschränkung der Allgemeinheit ist das x nicht 0. Und wir betrachten jetzt, was passiert, wenn ich jetzt das h anwende auf das x. Also betrachte x, hx, h2 von x und so weiter bis h, ja, wie weit? Ich möchte das so weit laufen lassen, bis das linear abhängig ist. Dann sagen wir, wie nennen wir das? D, ja, D ist gut. Das sind also Vektoren. Ich betrachte diese Vektoren für ein kleinstmögliches D. So dass diese Vektoren linear abhängig sind. Das kann man ja machen. Also, das ist ja klar, dieser Raum hier ist endlich dimensional. Das heißt, wenn das D hier groß genug wird, dann wird das irgendwann linear abhängig. Es gibt also auf jeden Fall so ein D, das diese Vektoren linear abhängig macht. Ich muss nur das groß genug wählen. Und ich will es aber jetzt nicht größer wählen als unbedingt nötig. Also wenn es überhaupt irgendwelche Ds gibt, dann gibt es auch ein kleinstes. Und ich nehme jetzt dieses kleinste. Und wenn das D das kleinste ist, sodass die abhängig sind, dann heißt das also, dass die vorherigen bis hierhin linear unabhängig sind. Also dann sind x, h von x bis hd minus 1 von x, also das ist ja, das, die Verkettung natürlich, also das ist h von x und das ist h von h von h von h von h von x, linear unabhängig. Und was ich jetzt machen kann, ist diese zu einer Basis ergänzen. Also wähle. So, das sind also, wie viel Stück sind das jetzt? Das sind d Stück. Weil ich fange ja hier bei 0 an. Das hier ist h0 von x. Das ist einfach x. Das ist h1 von x und so weiter. Das heißt, das sind d Stück. Das heißt, ich wähle irgendwelche Vektoren d bis vn in k hoch n, so dass diese Vektoren hier zusammen mit denen eine Basis bilden, sodass v, ja, dass x, h von x, h d minus 1 von x und dann vd bis vn. Ich schreibe sie mit runden Klammern als Tupel und dann sind sie eine geordnete Basis. Also das wäre dann eine, ja, das wäre eine geordnete Basis. Eine geordnete Basis von K hoch n ist. Das kann ich machen. Warum mache ich das? Das sehen wir jetzt dann. Das ist die Idee. Das ist die Idee des Beweises, die man haben muss. Wenn man die nicht hat, dann, oh, dann gibt es noch einen anderen Beweis. Dann müssen wir halt die Idee von einem anderen Beweis haben. Die ist aber auch nicht naheliegender. Also auf das muss man halt jetzt kommen, dass man das so ansetzen muss. Und man sieht ein bisschen, worauf die Sache hinausläuft, wenn man sich anschaut, wie die Abbildungsmatrix von H bezüglich dieser Basis ist. Dann betrachten wir die mal. Nennen wir das vielleicht hier B,
die Abbildungsmatrix von H bezüglich B. Diese Matrix folgende Form, hat folgende Form. Also schauen wir mal an, was hat sie für eine Form. Also ich muss hier gucken, die Basiselemente hier werden von H auf irgendwelche anderen Elemente des Vektorraums abgebildet. Und diese anderen Elemente, die kann ich auch wieder in der Basis darstellen. So war das ja gemacht mit der Abbildungsmatrix. Also ich habe hier x, h von x, bis weiter bis hd-1 von x und hier die anderen vd bis vn. Ja, genau. So. Und die stelle ich da bezüglich x, h von x, hd-1 von x, vd bis Vn. Und die Konstruktion von dem Argument ist jetzt so gemacht, dass ich in der vorderen Hälfte der Matrix ziemlich genau sagen kann, was da steht. Was steht da nämlich? Da steht zunächst einmal, das x wird von dem h abgebildet auf das h von x. Okay? Das heißt, da steht hier 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Weil das h von x, das ist genau einmal h von x und die anderen spielen keine Rolle. Das h von x wird abgebildet auf das h2 von x. Das h von x wird abgebildet auf h von x, das ist h2 von x. Das heißt, hier steht 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Und so geht das die ganze Zeit weiter, bis hier unten das vorletzte hier, also das hd-2, das wird auf das hd-1 abgebildet. Da steht hier also nochmal ein Einheitsvektor. Hier oben ein Nuller Dreieck und hier ein Nuller Trapez. So. Und dann das Letzte, das müssen wir noch auch noch anschauen. Was wird das Letzte, das wissen wir jetzt nicht. Das HD-1 wird abgebildet auf das HD. Und wie sieht die, ja, wie sieht das aus? Wie sieht die Darstellung von HD von X bezüglich dieser Basis aus. Ich behaupte, dass die so aussieht, dass hier oben irgendwas steht und hier unten aber Nullen. Und der Grund ist, wie wir das D gewählt haben. Das D war ja so gewählt, dass diese Vektoren hier alle miteinander linear abhängig sind. Das heißt aber ja doch nichts anderes, als dass ich das HD ausdrücken kann in den vorherigen. Weil die vorherigen untereinander linear unabhängig sind, die alle aber linear abhängig sind. Das heißt, die lineare Abhängigkeit muss hier für das HD einen nicht-nullen Konstanten, einen nicht-nullen Koeffizienten haben. Durch den kann ich teilen und kriege dann eine Darstellung vom HD in denen hier. Das heißt, ich brauche die Vs nicht und deshalb auch völlig egal, wie ich die dann gewählt habe. So, damit habe ich die erste Hälfte der Matrix verstanden, wie die aussieht. Die sieht sehr schön aus. Und naja, okay, und hier steht irgendwas, das habe ich nicht so richtig unter Kontrolle, weil ich weiß nicht so viel über die Vs. Ja, und jetzt sehen Sie, wo wir hinwollen, nämlich können wir jetzt den Satz von vorher anwenden. Der Satz von vorher sagt, das charakteristische Polynom, nennen wir diesen Teil hier der Matrix mal, nee, A ist doof, A haben wir schon, dann nennen wir es U. U, also Nachsatz so und so, ist das charakteristische Polynom von dieser Matrix U. Genau, ja, was nehmen wir hier diese Sterne, geben wir denen auch nochmal Namen. Nennen wir die, ja, was sind denn das für Zahlen? Das sind die Zahlen, die ich kriege in der linearen Abhängigkeit. Nehmen wir die, also sind HD von X, wenn das gleich ist, U0. X plus U1 H von X
plus, plus UD minus 1 HD minus 1 von x. Dann stehen hier die genau so da drin. Genau, dann steht hier U0 und hier steht UD minus 1. Und vielleicht mag ich es aber, damit es besser zusammenpasst. Ja, lassen wir es einfach so. Nach dem Satz ist dann das charakteristische Polynom von dieser Matrix hier oben ist x hoch d minus u d minus 1 x hoch d minus 1 minus 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 u 0. Okay. Und das charakteristische Polynom von dieser gesamten Abbildungsmatrix M nach dem anderen Hilfssatz ist Chi U ein Teiler von Chi M. Und nach dem Satz, den wir vorher auch noch hatten, das letzte Mal oder das vorletzte Mal oder davor, gilt außerdem, dass Chi M dasselbe ist wie das Chi von A. A war die gegebene Matrix und M ist die Abbildungsmatrix von der Abbildung, die durch A definiert wird, aber bezüglich einer anderen Basis. Und wir haben nachgerechnet vorher mal, dass das charakteristische Polynom sich für Basiswechsel nicht interessiert. Das ändert sich dann nicht. Also habe ich aus dem hier zusammen. Also daraus folgt, aus allen dreien zusammen folgt, dass dieses Polynom hier x hoch d minus u d minus 1 x d minus 1 minus 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 u 0, das teilt chi von a. Ja, was wollen wir jetzt eigentlich zeigen? Wir wollen zeigen, für alle x gilt chi von h angewandt auf x ist gleich 0. Okay, und wir haben uns ein beliebiges ausgewählt und wollen jetzt zeigen, dass das 0 ist. Also ihr könnt hier auch h nehmen. H. Also zu zeigen, was passiert, wenn ich chi von h anwende auf x. Dann ist das also dieses hier, h hoch d minus u d minus 1 h hoch d minus 1 minus 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 u 0 angewandt auf x mal irgendwas anderes angewandt auf x, weil die Teilbarkeitsbeziehung heißt ja, dass der hier, also der hier, gleich dem hier mal irgendwas anderes ist. Okay. Und das, was das andere ist, brauche ich gar nicht genauer anzuschauen, weil das hier ist schon 0. Denn das ist ja das, wo die U's herkommen. Die U's kamen von hier. Das war die lineare Abhängigkeit zwischen den h hoch i angewandt auf x. Das ist, und dann sind wir fertig. Dann haben wir gezeigt, chi von h angewandt auf x ist gleich 0. Durch. Mehr ist nicht zu zeigen. Also was war jetzt nochmal das Argument? Kurz zusammengefasst, was wir gemacht haben ist, wir haben gezeigt, dass chi von h, also wir wollten zeigen, chi von h ist die Nullabbildung und haben gesagt, das bedeutet, chi von h angewandt auf jeden Vektor gibt den Nullvektor. Und dann nehmen wir einen Vektor raus, der beliebig ist und machen dann für diesen allgemein, aber beliebig gewählten Vektor eine Basistransformation, die genau passend für den Vektor ist, sodass die Abbildungsmatrix eine Gestalt hat, aus der wir die Determinante ablesen können. Und aus der wir ablesen können, dass die Determinante zumindest einen Faktor hat, aus dem wir dann sehen, ja, der muss das x killen. Und weil das x beliebig war,
folgt dann daraus, dass das Chi von H alles killt, und dann muss es die Null-Abbildung sein. Also da können wir noch, vielleicht noch dazu schreiben, da x beliebig war, folgt Chi von H ist die Null-Abbildung. So, und jetzt sind wir aber fertig. Okay, also wie gesagt, das ist schon ein bisschen ein heftigerer Beweis. Das ist sowas, das fällt einem nicht so am Samstagvormittag ein, sondern da muss man ein bisschen länger drüber nachdenken. Ja, und das sehen Sie natürlich auch daran, dass der Satz einen Namen hat. Also Cayley und Hamilton, denen ist es eingefallen. Ja, Beispiele an dazu. Also wir haben jetzt einen Zusammenhang hergeleitet zwischen dem Minimalpolynom und dem charakteristischen Polynom. Schauen wir nochmal das Beispiel an 1, 2, 3, 4. Da hatten wir ja gesehen, das Minimalpolynom, was war es? X² minus 5x minus 2. Wie ist denn das charakteristische Polynom? Naja, also das brauche ich hier jetzt gar nicht auszurechnen, weil nach dem Satz von Cayley Hamilton muss das Minimalpolynom das charakteristische Polynom teilen. Außerdem weiß ich, das charakteristische Polynom hat den Grad, von, wie die Matrix groß ist. Das heißt, das charakteristische Polynom muss hier gleich sein. Das kann nur auch das hier sein. Wir können es aber auch nachrechnen. Nehmen wir also x minus 1 minus 2 minus 3 x minus 4. Das ist x minus 1 x minus 4 minus 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 6. Oh, okay, und dann haben wir x Quadrat minus 5x plus 4 minus 6 ist minus 2. Stimmt. Es ist doch irgendwie verblüffend, oder? Dass da genau das gleiche rauskommt wie vorher, obwohl das ja m ja ganz anders definiert war als das chi. Ja, okay, es ist deshalb verblüffend, weil das Argument in dem Beweis nicht so naheliegend ist. So, hier haben wir also den Fall, dass das Minimalpolynom tatsächlich mit dem charakteristischen Polynom exakt übereinstimmt. Das ist aber nicht immer so, natürlich, sondern wir hatten ja vorher schon gesehen, für wenn ich als a, das war a, jetzt ist a, wenn ich als a die Einheitsmatrix nehme, dann hatten wir gesehen, m ist x minus 1. Dieses Polynom killt die Einheitsmatrix. Das reicht, um sie zu killen. Das charakteristische Polynom, aber denken Sie immer daran, das charakteristische Polynom hat einen Grad, der so groß ist, wie die Matrix groß ist. Und das hier ist eine n kreuz n Matrix. Und ja, was ist das charakteristische Polynom? Das ist det von xi minus i, ja, das ist eine Diagonalmatrix, also sehr einfach. Das ist x minus 1 hoch n. Ja, und das passt auch wieder mit dem Satz zusammen von Cayley Hamilton. Wir sehen, dass m teilt das chi. Oh, außerdem hätten wir vorher auch schon, wir hätten uns gar nicht mehr die Determinante überlegen müssen, weil wir hatten vorher auch den Satz, der sagte, die Nullstellen sind genau dieselben. Ja, und wenn das hier nur eine Nullstelle hat, dann bleibt dem Chi gar nichts anderes übrig, als einfach nur eine Potenz von dem M zu sein. Es kann also, der Satz von Cayley Hamilton schließt es eigentlich nicht aus, so wie wir, also wenn ich einfach nur sage, M teilt Chi, dann könnte es im Prinzip noch denkbar sein, dass das Chi Nullstellen hat, weitere Nullstellen hat, die nicht auch Nullstellen von M sind. Das kann aber nicht sein, weil wir vorher bewiesen haben, if and only if. In dem ersten Satz von dem Abschnitt haben wir gezeigt, die Nullstellen von M sind genau die Nullstellen von Chi. Und drum ist es so, dass die Vielfachheiten hier einerseits kleiner gleich sind, aber andererseits jedes, was hier vortritt, mit einer positiven Vielfachheit, muss auch hier eine positive Vielfachheit haben. Und das gilt dann übrigens auch für irreduzible Faktoren von höherem Grad. Okay, aber das interessiert uns nicht so sehr. Was haben wir noch?
Oh, ja, machen wir das mit Mathematiker. Nee, lassen wir das weg. Schauen wir uns das im Skript an. Da ist jetzt irgendwas mit großer Matrix, das mag ich nicht, aufschreiben. Also hier, das ist wie die Matrix 1, 2, 3, 4, aber mit größerer Größe. 1, 2, 3, 4, 5 bis 25. Das ist eine 5 kreuz 5 Matrix. Und da kann ich das charakteristische Polynom ausrechnen. Das hat natürlich Grad 5 und hier ist es. Und okay, das hat hier einen Faktor, der nur einmal vorkommt und hier einen anderen Faktor, der dreimal vorkommt. Wenn ich das Minimalpolynom ausrechne, stellt sich raus, das hat hier einen Einser und da auch ein Einser. Trotzdem ist es so, das Minimalpolynom teilt das charakteristische Polynom. Gut. Jetzt schauen wir uns diese Matrizen hier an. Das können wir noch schnell zum Abschluss machen. Diese Matrizen hier, die so ein bisschen das verallgemeinern, was wir manchmal schon als Gegenbeispiel hatten. Diese Matrix hier, haben wir gesagt, er hat das Minimalpolynom x minus 1 Quadrat. Und hier in den Beispielen bisher haben wir immer gesehen, das Minimalpolynom hat immer nur einfache Nullstellen gehabt. Ja, und das hier war jetzt so ein Beispiel, wo das nicht der Fall war. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen allgemeiner an. Was ist das Minimalpolynom? Also erstmal, was ist das charakteristische Polynom von dieser Matrix? Das ist klar. Das charakteristische Polynom kann ich sofort hinschreiben. Das ist x minus Lambda hoch n, wenn das eine n kreuz n Matrix ist. Und ich behaupte, eine Behauptung, das Minimalpolynom hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Das muss x minus Lambda hoch irgendein i sein. Und ich behaupte, das i ist gleich dem n. Also in dem Fall hat das Minimalpolynom, behaupte ich, den maximal möglichen Grad. Und um das zu beweisen, schaue ich mir an, was passiert, wenn ich diese Matrix potenziere. Also betrachte A gleich diese Matrix Lambda, 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 1, 1, 1, 1, 0, 0. So, wenn ich die jetzt mit sich selbst multipliziere, dann wird es ein bisschen unübersichtlich, was da rauskommt, wird ein bisschen Rechnerei. Und natürlich ist es immer so, dass dann die Zeit ausgeht und es hektisch wird. Ja, aber man kann sich überlegen, was das ist. Man kann durch Induktion nachrechnen, dass das a hoch i so eine Darstellung hat, dass hier Lambda hoch i steht auf der Diagonalen, Lambda hoch i. Und hier unten steht 0. Und als nächstes steht hier dann, wenn ich es i mal potenziere, Lambda hoch i mal minus 1 mal i. Lambda hoch i minus 1 mal i. Okay, und dann als nächstes steht da Lambda hoch i minus 2 und dann kommt dann der Binomialkoeffizient rein. I über 2. Das ist kein Vektor, das ist der Binomialkoeffizient, den Sie aus der binomischen Formel kennen. I minus 2, i 2 und so geht es dann weiter. Also hier steht dann irgendwann Lambda i minus j, i über j, so auf diesen Nebendiagonalen. Und so geht es dann weiter. So groß wie halt die Matrix ist. Also durch Induktion zeigt man das. Dieses, wobei n über k der Binomialkoeffizient ist, den Sie so erklären können. N mal n minus 1 mal n minus k plus 1 durch k mal k minus 1 mal 1. Okay, also k-Faktoren oben, k-Faktoren unten, das ist der Binomialkoeffizient. Und jetzt ist so,
Wenn Sie das sich jetzt anschauen, das A, das hat die Form Lambda, 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 1, 1, 1. Und das A2 hat die Form, na gut, das hat die Form Lambda Quadrat, Lambda Quadrat und dann irgendeine Nebendiagonale. Und dann ist aber so, das nächste wäre hier 2 über 2 als Binomialkoeffizient, ist das 1. Und dann habe ich hier Lambda hoch. 2 minus 2 ist auch 1, das heißt, ich habe hier bei der Potenzierung die 1er Nebendiagonale um 1 verschoben. Die ist 1 höher gerückt. Damit sehen Sie aber, die beiden hier, und hier habe ich noch A hoch 0, habe ich auch noch, das ist einfach die Einheitsmatrix, die sind linear unabhängig, weil diese Einsen hier kann ich mit den beiden nicht killen, weil die stehen an einer Stelle, wo die beiden Matrizen Nullen haben. Und das setzt sich dann fort. Also das A3 ist Lambda 3, Lambda 3 und dann irgendwas und dann irgendwas und dann erst eine Reihe von Einsen. Das heißt, die sind auch wieder linear unabhängig und die sind alle linear unabhängig. Das kann nicht sein. Die können nicht alle linear unabhängig sein. Ja, das hört dann auf, wenn ich hier in der Ecke gelandet bin. Wenn ich in der Ecke gelandet bin, dann habe ich a hoch n oder a hoch n minus 1. Das ist Lambda hoch n minus 1 bis Lambda hoch n minus 1. Und der hat dann hier in der Ecke dann gerade noch so einen Einser, der vorher nie da war. Und wenn ich dann als nächstes nochmal mache, ja, okay, dann müssen sie linear abhängig sein. Anders geht es nicht. Aber alle vorherigen sind linear unabhängig. Und dass diese Matrizen linear unabhängig sind, impliziert, dass das Minimalpolynom mindestens, oder dass das Minimalpolynom einen größeren Grad haben muss als n minus 1. Ja, also es kann aber keinen größeren Grad als n haben. Und damit ist dann gezeigt, dass die Behauptung stimmt. Diese Matrix hier hat das Minimalpolynom x minus Lambda hoch n. Okay, an der Stelle hören wir auf und machen das nächste Mal weiter. Tschüss.